Ja, willkommen zu Teil 38 meiner Train Fever Hardmode Serie. Ich hatte im letzten Teil Valdesh angeschlossen, an Tottenweiß, und dabei denn auch schon gemerkt, dass der Nahverkehr hier in Tottenweiß gar nicht mehr so richtig passt. Das ist im Grunde auch kein Wunder, weil, ja, als ich den hier gebaut habe, das ist doch schon, ja, man sieht es schlecht, wer das hier weiß, ist doch schon Jahre her. Das gilt womöglich auch für einige andere von meinen Nahverkehrslinien, die ich so in den Anfangsjahren angelegt hatte. Da muss ich überall nochmal drauf schauen. Das hatte ich mir schon öfter vorgenommen, bin aber doch immer abgekommen davon. Ich werde jetzt direkt mal Tottenweiß angehen und dann vielleicht auch nochmal hier Arnsgau, Tizumessstetten. Also das sind so die wesentlichen. Das sind ja meine ersten Städte, die inzwischen teilweise auch schon ganz gut gewachsen sind. Und ja, ich eigentlich ständig zwar die Straßenbahn oder Busse ausgetauscht, aber die Routen ja eigentlich gar nicht weiter näher angeguckt. Wenn ich hier Tottenweiß schaue, dann fällt doch relativ schnell auf. Zum einen ist hier die Haltestelle in Rüden, die Goethestraße, doch eher unsinnig. Moment, die Nutzung sollte ich schon noch einblenden. Da hat sich irgendwie gar nichts angesiedelt. Ja, da hat es nicht viel geholfen, aber hier im Zentrum teilweise schon, wobei Zentrum ist irgendwann mal hier Durchplatz gewesen, die Haltestelle. Da ist auch einiges angesiedelt worden, aber die Masse, das sieht man ganz deutlich als an den helleren Farben, ist eben doch rund um den Bahnhof entstanden. Interessanterweise auch einiges hier außerhalb, hier und da. Sogar erst hatte ich gedacht, das geht so ein bisschen Richtung der nächsten Stadt, aber auch nicht. Die bauen da, weil, keine Ahnung, die werden es am besten selbst wissen, warum sie das tun. Da geht es ja eigentlich nur zu der Raffinerie. Vielleicht sind da welche, die arbeiten. Naja, sei es drum. Für mich, für den öffentlichen Nahverkehr jetzt nicht wirklich besonders wichtig. Da muss ich mich doch auf das Zentrum konzentrieren und die Verknüpfung der Gebiete. Die Goethestraße hier, also die Haltestelle im Süden, die lösche ich mal direkt. Die erscheint mir absolut unsinnig mit der aktuellen Stadt, wie sie gewachsen ist. Die Haltestelle lösche ich auch gleich. Da ist er. Falls er nicht lässt. So, und ansonsten, tja, wie ist da der Stand? Ich denke hier, ich hatte ja hier so eine Schleife im, naja, sag ich mal, Süden und eine im Norden Richtung Bahnhof. Das ist so daneben nicht, das würde ich grundsätzlich auch so lassen, aber ich würde dann schon gerne die Gebiete hier, zumindest mit höherer Dichte, im Bahnhofsnähe anschließen. Da bietet sich natürlich zu dieser einen und der zweiten noch eine dritte Schleife an. Vielleicht hier so in dem Gebiet. Das könnte auch eine eigene Linie machen, aber wenn ich mir das angucke, was hätte ich da an Haltestellen neben dem Bahnhof? Ja, die zwei wären da sicherlich noch, aber wenn ich hier zwischen ihm und Bahnhof, da habe ich eigentlich nur die eine. Und zwei dazwischen quetschen, das ist eigentlich nicht so wirklich sinnvoll. Das ist ja doch nur fußläufig und, keine Ahnung, vier Häuser. Das bringt es eigentlich nicht. Ich meine, ich könnte einen hier hinsetzen, aber der nächste, das wäre irgendwie, also ich denke, das macht schon Sinn hier so dazwischen. Also das wäre eigentlich eine, zwei, drei und die vierte am Bahnhof. Auf dieser Seite, da kriege ich sicher zwei unter, vielleicht so in dem Bereich und hier. Also dann wären das irgendwie sechs Haltestellen, naja, dafür eine eigene Linie, nee, also das erscheint mir dann doch nicht so sinnvoll. Gut, kann man natürlich machen, am Ende kommt es nicht so genau drauf an, das ist halt hier ein bisschen mehr, aber irgendwie habe ich es dann doch vor allem in dieser Ansicht hier eher zusammen, dass die Linie nicht so extrem lang wird. Abgesehen davon, wenn es weniger Linien sind, dann ist das auch ein bisschen einfacher, also mit den Abständen und so weiter hinzubekommen, also den Takt auch. Also werde ich einfach diese Linie hier, die zwei Schleifen, die ich hier habe, erweitern um eine dritte. Ich denke, da macht es auch Sinn, diese Haltestelle eben hier auf diese Straße zu legen. Das werde ich dann auch gleich jetzt mal machen. Das ist diese Richtung. So, naja, gucken kann ich es noch nicht. Dann muss ich schon können, da sind ja auch Schienen.
Was ich definitiv sicher auch machen muss, ich sehe es hier teilweise schon, ich habe am Anfang nicht so genau darauf geachtet, das auf die Größe 3 alles schon zu erweitern, nur die Straßenbahnschienen gelegt. Ich denke, das ist auch, das hätte ich vielleicht auch gleich anders machen sollen. Wenn ich die jetzt überall setze, dann haut es natürlich wieder alle Routen durcheinander, aber gut, das, also die Straßenbahn, aber das ist dann eben auch nicht zu ändern. Und da braucht man hier eine Anzeige. Aber zum Glück scheint das hier sogar noch über weite Gebiete zu funktionieren. Ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn die Stadt schon einiges gewachsen ist. Aber hier wird es jetzt nicht mehr. So, dann wollte das da doch ein bisschen besser, wo ich jetzt nicht bin. Das hier einfach nicht mehr stören darf. Die zwei hier. Oder der an der Kreuzung. Ach, oh Gott. Und ich weiß, der an der Kreuzung. Moment, bevor der da gleich wieder neu baut. Wie sieht das denn aus? Schief, krumm. Tja. Naja, was soll's. Das ist so schlimm auch nicht. Besser die Straße ist komplett abgegrätet. Der Verkehr kann da durchfließen. Sei es drum. So, jetzt kommt noch die andere Schleife. Da ist jetzt dann natürlich die Frage zum einen Uhrzeigersinn, also so lang oder umgekehrt. Ich glaube, da bleibe ich direkt bei der Richtung, die ich ja sonst habe. Weil wenn ich mir überlege, von hier hinzufahren und dann darum, da ist es, glaube ich, anders lang, ein bisschen besser. Ja, vor allem kann ich, wenn ich jetzt hier lang fahre, auch hier durch und dann hier die gegenüberliegende Seite als Haltestelle nutzen. Na gut. So, habe ich das eigentlich ausgeblendet hier schon wieder. Gehen wir mal erst auf die Seite, da ist es noch relativ einfach. An den Haltestellen das setzen. Ja, das passt auf jeden Fall. Tja, hier ist es irgendwie wirklich doof. Das habe ich vorhin schon geschaut. Und hier hätte ich zwar ganz gerne hier eine, aber dann hätte ich hier... Ich weiß nicht so recht. Die Abstände sind irgendwie alle, wenn ich so 4, 5 Häuser fußläufig oder 3 bis 4 plane, denn irgendwie baue ich so an sich ganz gern die Haltestelle, so alle 7 bis 8 Häuser. Das kommt hier aber nicht wirklich hin. Das wäre denn irgendwo hier, glaube ich. Naja, und hier auch, das ist alles ein kleines bisschen drüber, aber deswegen 2 Haltestellen. Kostet ja auch alles Zeit. Ne, ich lasse das bleiben. Ich setze den Minimum. Ein gutes. Dann können wir das auch mal entsprechend upgraden.
Ja, ich bin fast durch die ganze Stadt. Bis auf die eine Ecke, die ich da hatte, ging das relativ gut mit dem Upgrade. Also wirklich riesig scheint es, die Stadt noch nicht gewachsen zu sein. So, das passt gut. Hier haben wir die Umsteiger, hier haben wir auch. Das sollte doch okay sein. So, die Straßenbahn habe ich 5. Hier habe ich es ein bisschen verkürzt. Aber hier habe ich es natürlich deutlich erweitert. Also eine ist auf jeden Fall mal klar. Ansonsten bin ich jetzt noch nicht so sicher. Ich muss das mal beobachten. Abgesehen davon gibt es jetzt hier den Ersatz, damit das alles hier wieder in einem Alter ist. Na, ich bin das überlege hier 6 Fahrzeuge. Ich glaube, so riesig ist das alles nicht. Das werden irgendwie hier 2 auf dieser Schleife, 2 auf der, 2 auf da. Das reicht locker. Mit 6 müsste ich da gut hinkommen. So, alles schon ersetzt. Sehr schön. Und dann gehe ich mal mit dem Ersatz hier weiter. Guck zumindest mal so ein bisschen schon hin. So, zwecks Überblick, ob ich da was machen muss. Tizu war ja die meiste Zeit relativ gut im Fluss. Das muss man schon sagen. Wenn ich das mir angucke, dann ist fast zu sehen, wieso. Die Stadt passt an sich auch jetzt noch, obwohl ich da so lange nicht dran war, immer noch hervorragend zu der Route, die ich hier gesetzt habe. Oder naja, die Route passt gut zur Stadt, aber das ist ja in Teilen eine ähnliche Sache. Die ist insgesamt doch rund um meine Bahn, um meine Haltestellen gewachsen. Klar, auch vor allem um den Bahnhof, aber eben doch um die Haltestellen auch hier. Das passt, da muss ich nichts dran ändern. Und dann bleibt das auch so, wenn man Change Running System. So, dann wird die Zone werden. Ich höre so sehr, das ist absolut okay. Bin ich mit zufrieden. Die Auslastung, ja, das sind einige, aber wenn ich jetzt hier gerade schon schaue. Ja. Naja, das muss ich erst einspielen. Okay, muss Städten. Was macht er hier? Okay, er macht schön Unsinn. Da passt es irgendwie gar nicht so recht. Naja, teilweise schon. Ist natürlich hier auch so Bahnhof. Freizeit, das habe ich alles noch angeschlossen. Aber hier, gut, das ist jetzt auch nicht so sehr besiedelt wie jetzt die Ecken hier. Aber hier hat man schon so ein bisschen die andere Seite. Hier ist gar nicht. Oje, und hier habe ich die Schienen nicht ordentlich genug gelegt, da hat er mich sofort zugebaut. Da werde ich gleich mal zwischengehen. Naja, erstmal mache ich mal hier mit dem Ersatz weiter, aber ich müsste auf jeden Fall Messstätten muss ich aktualisieren. Die Route, das kann so nicht bleiben. Als erstes werde ich nochmal schauen, wie war das hier geplant. Das ist die Linie nach Königsdorf. Dann hatte ich ja noch eine zweite abgelegt. Genau, ich glaube, das war Tottenweiß in Planung. Und die anderen zwei war potenziell Tizo. Die hat sogar schon angefangen und dann unten Bolzendorf. Also ich brauche auf jeden Fall auch 2 Linien Richtung Süd. Die habe ich nicht mehr, weil er mich schon zugebaut hat. Naja, wobei an sich müsste ich ja nur den einen hier rausführen. Naja, aber die stören trotzdem. Na gut, ein Stückchen weit werde ich es mal so schön bauen. Ups, wie das geplant war. Ja, da kommen sogar fast vorbei. Naja, da einen muss weichen. Wirklich ist das natürlich nicht, wenn ich eigentlich nach Osten will.
Okay. Das müssen wir mal weg. Hilft nix. Moment. Ist die Frage, ob ich da schon durchkomme. Die Kreuzung scheint mir relativ nah zu sein. Oh, was geht? Gut. Mir geht nicht genügend Platz. Okay. Ziehe ich die Straße wieder rein? Naja, das kann ja machen, wenn er es braucht, dann kommt das schon wieder. Ja, wie ich die Gebiete hier anschließe, das weiß ich noch gar nicht. Na gut, ich gehe jetzt aber erstmal hier weiter die anderen Linien durch. Damit das mit dem Ersatz dann wieder halbwegs zusammenpasst. Ich glaube, an den Linien Königsdorf muss ich nicht groß was verändern, das kann so bleiben. Die fahren ja doch recht gut Gewinn ein und die volle Auslastung haben sie auch nicht, dass ich da jetzt unbedingt noch was dazu stellen müsste. Das sollte nicht nötig sein. So, die 2 ist schon durch. Und die 1 jetzt auch. So, ja, Armsgeräut, naja. Da ist mit Sicherheit einiges nicht in Ordnung. Ja, da sehe ich, ich habe hier die Linie und hier überall. Das ist alles nicht so richtig angeschlossen. Da werde ich mich dann auch drum kümmern müssen. Mache ich jetzt auch gerade mal erstmal den Ersatz. Aber da muss ich auch dazwischen gehen. Naja, das schauen wir dann so. Da ist er schon fertig. Okay, das waren die Straßenbahnen. Sieht so aus mit Bussen. Ja, da mache ich gerade auch noch die Busse. Gut, die sind alle noch relativ neu. Also, die Busse sind jetzt auch ins Alter, wo sie gekommen sind. So 20 Jahre ist ja doch meist der Punkt, wo ich ersetze. Ich meine, die Linien sind alle relativ neu. Insofern werde ich da jetzt einfach nur mal auf Ersatz gehen. Weil hier in Königsdorf, wenn ich das so sehe, die 1 hat doch eine ziemliche Vollauslastung, das kann man ja echt sagen. Bei der 2, ja, eigentlich auch. Da werde ich gleich nochmal hingehen und dann jeweils noch einen Bus dazustellen. In jedem Tal ist fertig. Dann habe ich noch einen. Okay. Die mache ich dann gerade hier am Ende. Lending wird ersetzt. Sieht das aus mit den Finanzen? Naja. Ist jetzt auch nicht so riesig. Könnte auch mehr sein, aber gut, sei es drin. Machen wir. Ja, das hat sich auch sehr gut entwickelt. Das ist kleine Leicester im Norden. So, den fertig. Auf. Das geht ja recht fix. So, der ist noch nicht so, neu, so alt. Der bleibt noch. Nehmen wir noch ein. Und das haben wir auch gut. So, dann so. Naja. Ist natürlich jetzt auch, als könnte ich schon fast irgendwie noch ein Jahr weiter und so in Suche fahren lassen. Aber ach gut, ich habe ja doch nichts. Reicht mir eigentlich soweit.
in den Randgebieten können sie ruhig ihre Autos nutzen, dass sich das da so weit auch stärker anbietet. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich habe ja noch zwei Busse. Stadt inzwischen. Oh, über 2000. Das ist ja ganz ordentlich. Die Güter gehen immer weiter hoch. Kriegt das hier noch hin? Naja, das fällt sich so halbwegs. Ein bisschen liegt rum, aber das ist ja in Ordnung. Die sind ja auch alle voll unterwegs. Dann werde ich mal gleich die Güter hier auch auf die Güterlinie mit ersetzen. Dann muss ich mir diesmal keinen neuen LKW-Typen einführen, nur halt einfach die Fahrzeuge ersetzen. Das Einzige, wo ich mal hinschaue, war ans Gerollt. Da hatte ich ja doch einiges im Moment Wachstum der Stadt, aber ah gut, da liegen keine größeren Massen rum. So, der hat noch nicht, die es drauf hat. Okay. Weiter im Text. Da hatte ich gerade geguckt. Das ist auch okay. Und die hat eigentlich auch noch gepasst. Die Güterlinie. Die sollte ersetzt werden. Was ist das denn? Ach, das ist ein LKW. Ja gut, das weiß ich doch. Da bin ich doch schon dabei. Mensch. So, mal gucken, was haben wir denn hier inzwischen? Nee, passt noch nicht. Lettenhausen ist fertig. Warum setzt der hier nichts? Gut, ach so, wenn wir jetzt hier. Nicht Nase. Das ist die andere Linie. Guter Linie. Aber der muss auch. So, mit Kram hier. Haben wir. Ach, der will ja irgendwie nicht. Warum will der eigentlich nicht? Die haben ja alle nicht zusammen, die nicht. Mal irgendwas kaputt. Da alles voll. Stehen die im Verkehr? Naja.
überhaupt nicht probieren. Hier steht alles schön voll. Käse. Den will ich vergrößern. Naja, mal gucken. Ist natürlich der Nahverkehr da verschwunden. Möglicherweise muss ich mir da irgendwann auch nochmal was einfallen lassen. Ja, vielleicht mit Brücken oder so in Sachen. Aber naja, gut. Alles. Das meine ich alles zu einer Zeit. Ja, die sind jetzt hier natürlich alle fertig und das nichts passt. Die haben es jetzt auch. Das Öl passt. Naja, da bin ich ja fast schon durch. Trockenweiß, das ist der letzte. Mal hinschauen, wie sich das hier entwickelt hat. Oh, da ist einiges. Aber da kommt auch schon der nächste. Klar, die Route muss ja nur bei Tottenweiß und Waldesch versorgen. Ah, da kommt der nächste. Okay, dann sollte das klar gehen. Wir werden die zwei abgeholt bekommen. 124, ja. War ja mal bei 80 vorher, aber nachdem Waldesch dran ist, brauchen wir ja doch mehr. Das scheint dann ansonsten aber recht gut zu klappen, dass die Güter da transportiert werden und danach dann eben nach Waldesch transportiert werden. Die Route ist gut im Fluss und die zwei LKWs schaffen das auch sehr ordentlich. Und so war das im Plan. Hier kommt noch einer zurück, den muss ich nur abwarten. Das müsste nicht der sein. Da steht noch einer, der ist schon gerade umgewandelt. Ist ja auch immer ein bisschen strange, dass die unsichtbar sind, wenn die gerade abgegrätet wurden. Aber naja, gut. Kleine Fehlerchen, mal jetzt ist der verschwunden. Aber sei es drum. Dafür ist er ersetzt. Und die Sache ist durch. Okay. So. Da haben wir dann mal wieder Massenersatz gemacht. Und die Züge, die können noch ein bisschen. Na, der hier eigentlich nicht. Linting. Wittenhausen. 24 Jahre. Oh, das ist nicht so wie 17 hier aus. Schwankend. Oh, hier haben wir auch ein gutes Plus. Naja. Nach und nach kommt sie dann auch in Fahrt. Ich glaube, da gehe ich dann jetzt auch auf den Highspeed-Zug. 88, 66, naja. Ich weiß nicht. Ich denke, 66 lasse ich da doch erstmal noch. Jetzt bin ich ja schneller. Ein Wagen, was haben wir denn? 80 pro Jahr. Naja, das haut schon rein, denn man zeigt mal, was habt ihr denn jetzt hier im Angebot? Ach nee, so viel ist das immer noch nicht. Das genügt. Mach mal hier Ersatz. Das werde ich noch abwarten. Hat er denn hier, wenn ich die Kosten sehe, gut, das sind immerhin 142 Passagiere, das ist natürlich schon recht ordentlich. Aber ich
nicht. Das ist doch alles viel zu teuer. Selbst wenn ich die Ladegeschwindigkeit und so bedenke, das geben meine doch vergleichsweise eher kleinen Städte einfach nicht her, meiner Meinung. So, aber nett ist immerhin, der ist schon ganz gut ins Plus gegangen. Mal sehen, ob das denn jetzt immer noch ist mit der neuen Lok, aber ich hoffe es schon. Das ist ja immer so mit den später angeschlossenen Städten, ist das keine Selbstverständlichkeit. Lindenbach hat es inzwischen auch gut ins Plus geschafft. Naja, wie gesagt, Stumsdorf war vielleicht nicht so die Idee. Muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, und die ist ja noch relativ neu. So, er ist ersetzt. Aber abgesehen davon sind die Routen doch alle ja gut im Plus, die Güterrouten sowieso. Die Straßenbahn, ja, das ist doch auch sehr ordentlich. Wie gesagt, Arnsgereuth, Metzstetten, da muss ich noch was tun. Tottenweiß, naja, das sieht doch jetzt hervorragend aus. Das hat sich doch prima entwickelt, wie ich das hier sehe. Rein kostenmäßig und eben auch von den Einnahmen. Die Route ist definitiv besser und zeitgemäßer als die, die ich vorher hatte. Das kann man schon sagen. Okay, aber das soll es dann für den Moment wieder gewesen sein. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Runde.